Hallo liebe Gartenfreunde, heute mal wieder aus dem Gewächshaus. Es geht wieder los, die Voranzucht hat begonnen und die ersten Pflanzen stehen bei mir im Gewächshaus. Ich sage schon mal viel Spaß bei dem folgenden Film. Lasst ein Like und ein Abo da, euer Gärtner Andi. Ein wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich Pflanzen pikiere. Und hier seht ihr auch schon meine ausgesäten Sachen. Sind ein bisschen vergeilt, aber das ist nicht schlimm, die geben sich normalerweise. Und wenn nicht, sehe ich es einfach neu aus. Das Ganze gehe ich jetzt mal nicht so ins Detail ein. Ich meine, ich hätte schon mal ein Video gemacht, ich verlinke es euch in der Ecke, wie ich Sachen pikiere. Jetzt wird das Ganze erste Mal wieder in eine extra große Schale gemacht. Und dann werden die Pflanzen einfach umgesetzt. Muss man sehr vorsichtig sein, dass die Pflanzen nicht dabei kaputt gehen. Aber das Ganze machen wir jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Könnt ihr jetzt sehen, einmal mein Eissalat und einmal den Kohlrabi, den ich schon pikiert habe. Die habe ich jetzt schon ins Gewächshaus getan. Meiner Meinung nach können die ein bisschen Kälte ab. Es soll ja jetzt ab morgen praktisch wärmer werden. Das wäre dann der Dienstag, der 23.3. Und von daher habe ich mir gedacht, komm, lust die Weile raus, da können die sich dran gewöhnen. Hier werde ich jetzt erstmal ein bisschen Pferdemist in mein Gewächshaus einarbeiten. Deshalb die Storgabel, und zwar Arma. Und da gehe ich jetzt zu meinem Pferdemistplatz, sagen wir es mal so. Und werde jetzt erstmal die Eimer füllen. Pferdemist ist ja Gärtners Gold, habe ich mir mal sagen lassen. Davon habe ich halt nicht genug. Muss ich mir mal überlegen, ob ich mir irgendwo eine Ecke mache, wo man ein bisschen mehr Pferdemist ablagern kann. Und ich muss ja auch wirklich sagen, auch wenn es Plastik ist, aber so Eimer haben schon viele Sachen für sich. Also kann ich immer mal gebrauchen. Ja, hier war leider ein bisschen die Kameraeinstellung falsch. Ich hatte mein Handy nicht dabei, dass ich sie mal prüfen kann. Und auf der GoPro ist halt hinten kein Display drauf. Ich habe da erstmal den Boden ein bisschen locker gemacht, ganz klein bisschen umgegraben. Wie ihr dann seht, den Pferdemist untergegraben.
Also man merkt hier auch schon, die Erde wird richtig gut mittlerweile. Nicht mehr so lehmig wie hier, die Knäule. Die wird immer krümeliger. Und da ist immer noch die Pferde, der Pferdemist vom letzten Jahr drin. Sieht man hier an verschiedenen Stellen. Aber der ist fortstocken, der Boden. Der ist sowas von Knüppel hat gewesen. Und auch. Nee, wie soll ich das sagen? Aber der Boden, der ist halt auch wirklich richtig knochentrocken. Ich muss hier echt immer ein paar Gießkanne Wasser drauf machen gleich. Weil das ist ja der Wahnsinn. Wie trocken das ist. Hier schickt eigentlich auch schon ein Eimer. Anderthalb Eimer mache ich hier drauf. Den Rest lasse ich hier unten stehen für das andere Stück. So, jetzt graben wir das immer um. Der Effekt, dass es halt so krümelig ist, ist halt auch der, dass ich letztes Jahr die Erde einmal komplett rausgemacht habe. Hab unten eine Lage Pferdemist rein und hab die Erde wieder drauf. Also das gibt richtig gute Humus. Das Ganze räche ich jetzt noch ein bisschen glatt und es wird auch noch mit Wasser angegossen. Kurzfristig habe ich mich dazu entschlossen, ein Fass umzufüllen. Also holen wir mal den Schlauch. Habe ich mir hier schon hingeschmissen. Aufgeräumt habe ich übrigens auch mal wieder. So, das pumpe ich jetzt rum. Windig war es auch. Ich will ja von dem ganzen Umpumpe in die Fässer so gut wie möglich wegkommen. Deshalb kommt von der Dachrinne zu meinen 2000 Liter Tanks auch noch eine Dachrinne hin, dass das ablaufen kann, wenn es regnet. Damit ich nur, wenn es voll ist, einfach umpumpen kann. Pumpe habe ich ja jetzt schon etliche Jahre. Also ich muss sagen, die ist von Güte und ich muss sagen, eigentlich richtig gut. Für meine Zwecke reicht's. Benzin ist noch drin. Hat jetzt eine eigene einige Zeit gestanden. Mal den Schock anmachen und mal ziehen. Ne? Gucken, ob sie anspringt. Das ist natürlich der Schlauch hier im Weg. Hier wird das Wasser angesaugt. Bisschen Gas geben.
Ja. Ja, die ist lange nicht gelaufen. So, jetzt läuft sie. Und dadurch, dass es halt ein Zollschlauch ist, kommt da schon ein bisschen was an hier vorne, gell? Können wir mal gucken. Ja. Also es wird. Habe ich das hier nämlich schon mal volllaufen lassen? So, jetzt nehme ich meinen Schlauch mal wieder weg. Heiliger Gott, das habe ich euch ja bald vergessen. Ich habe jetzt hier erst schon mal die ganze Fässer leer gesaugt. Hier schafft ja auch noch eins. Das habe ich leer gesaugt. Das ist gerade am Leersaugen. Stelle ich jetzt erstmal kopfüber hier hin. Weil ich möchte ganz gern diese Ecke hier hinten dieses Jahr ein bisschen umgestalten. Leider weiß ich halt noch nicht, was ich hier draus mache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit so einer Ecke hier machen würdet. Ich hab mir schon gedacht, Hühner. Hier in die Ecke Hühner rein. Aber da ist wieder dann die liebe Zeit. Okay, ich pumpe mal fertig. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Fässer sind leer. Ich habe jetzt mal eins umgekippt. Also die Brühe stinkt auch schon ein bisschen, weil ich glaube, das Wasser ist hier schon drei, vier Jahre, so lange habe ich den Garten noch gar nicht, bestimmt anderthalb Jahre drin. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn die jetzt mal leer kommen. Dass hier die Brühe rauskommt. Ah, das ist da sogar noch ein Stück Holz drin, siehst du? Auch gut schwer. Zack, kann hier zum Trocknen bleiben. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so viele Fässer habe. Weil es braucht nur wieder mal ein trockenes Jahr zu kommen. Da ist man froh, wenn man genug Wasser hat.
So, bringen wir mal den Schlauch zurück. Zack. Da hängt er schon mal richtig. Also ich habe auch mal wieder versucht, ein bisschen aufzuräumen übrigens. Fragt nicht. Kommt schon wieder so dunkle Wolke. Ich glaube, es fängt gleich an zu riechen. Also mehr hätte es nicht sein dürfen übrigens. Es ist gut voll. Und jetzt gießen wir hier drin noch das Zeug an. Zack, nehme ich hier mal Gießkanne. Einfach nur nass machen, damit der Boden schon mal ein bisschen zu arbeiten hat. Hier habe ich übrigens ein paar Bilder gemacht. Das habe ich komplett ausgegraben, das Stück hier, und habe unten wieder Pferdemist rein. Da blende ich euch mal die Bilder ein. Wie ihr seht, die Erde ist richtig schön krümelig und genau so soll es auch sein. Auch hier kommt ein bisschen Wasser drauf, dass der Boden schon mal anfängt zu arbeiten. Zack. Noch eins. Ach so, ein 500 Liter Fass hat doch schon was. Puh. Zum Aussehen hier draußen ist mir es einfach noch zu früh. Eine Hand, die Kamera Hand ist immer schlecht. Da warte ich lieber noch ein bisschen. Aber im Gewächshaus kann das Zeug jetzt schon mal stehen. Ich habe ja Vlies und meine Erfahrungen vom letzten Jahr haben ergeben, dass es gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man Vlies drüber deckt. So, hier noch ein bisschen. So, machen wir noch eine voll, die lassen wir hier drin stehen. Das werde ich jetzt auch wieder machen. Ich werde jetzt meine Gießkanne wieder ins Gewächshaus stellen, dass die halt einfach wärmer sind. Weil die Pflanzen mögen halt es einfach nicht, wenn das alles so kalt ist. Einmal. Das holen wir erstmal ins Vlies. Und den Rest machen wir später. Das habe ich mir hier schon mal rausgelegt. So. So. Das wird jetzt doppelt hier drüber gelegt. Einmal. Zweimal. Oder reicht einmal.
Mein Kohlrabi und meine Salate habe ich jetzt erstmal eingepackt. Hier habe ich mein Thermometer. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hole jetzt noch ein paar Kannen Wasser und dann sehen wir uns gleich wieder. Irgendwo habe ich den Stein. Da ist er. Dass das hier so zusteht. So. Was hier Blüte dran sind, das ist der Wahnsinn. Was hier die Blüte kommen. Und hier auch. Hier kommen sie auch. Zwar noch nicht so viel, aber sie kommen. Und hier auch. Der hier wird kaputt sein. Aber hier, da geben wir halt noch Chance, gell? Ja, man muss sagen, es steht alles schon in den Startlöchern. Es geht bald wieder richtig los und darauf freue ich mich schon tierisch, wieder die ersten Sachen endlich zu ernten. Wenn sie dann auch erntereif sind. Das ist übrigens die Abdeckung von meinem Anhänger. So. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Film. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Euer Gärtner Andi.